Einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. Mir ist kurzzeitig der Name nicht eingefallen. Falls ihr euch jetzt fragt, ich werde jetzt ein richtig langes Video sozusagen aufnehmen. Also sozusagen, für mich wird es lang sein. Für euch wahrscheinlich eher 20 Minuten. Es liegt daran, dass ich mehrere Folgen jetzt hintereinander aufnehme sozusagen. Ich werde das also als eine Aufnahme komplett aufnehmen, 2 Stunden oder sowas. Und dann werde ich es auseinanderschneiden und dann rendern lassen. Ihr wisst nicht, wie mein Schnittprogramm funktioniert, aber da kann ich halt so ein ganz langes Video reinmachen und das nur in bestimmten Teil rendert. Und das werde ich dann benutzen, um so verschiedene Folgen. Da werde ich wahrscheinlich keine Begrüßung dabei haben und alles. Es wird halt einfach alles reingecuttet sein. Ich könnte auch alles nacheinander aufnehmen, aber ich möchte jetzt eigentlich richtig weit mit der Story kommen und das auch praktisch. Da muss ich nicht die ganze Zeit verschwenden mit Begrüßung und Abgrüßung. Das werde ich dann mit dem Schneiden vielleicht kurzzeitig machen. So, hi Leute, und dann wieder sagen, das kann ich mit dem Schneidprogramm machen. Ich bin, wie ihr seht, jetzt Level 15. Ich habe ein bisschen trainiert, oder wie gesagt, gelevelt. Dann habe ich auch noch generell ein paar, It was at this moment he knew. He fucked up. Ich bin tot. Oh mein Gott, ich habe überlebt. Mein Pferd. Ich kann nicht mehr wieder salieren. Nein, schon wieder. Nicht schon wieder. Sie ist einfach schon zweimal gestorben. Und trotzdem, wenn ich rufe, kommt's wieder. Oh, rette die Frau. Tut mir leid, das ist jetzt locker, aber es ist jetzt schon das zweite Mal, dass es gestorben ist. Weil ich einen Berg runtergefallen bin. Das letzte Mal bin ich ins Wasser gelaufen, also es ist ein Tor. Ich bin so dumm. Ich lache über meine eigene Dummheit. Oh Gott. Thermopyl. Man sagt, man kann dieses Schlachtfeld nicht überqueren, ohne dass sich die Füße rot färben vom Blut. Oh. Ich muss zum Vertränen lachen. Oh Gott. Wenn du deine Augen schließt, kannst du sie hören. Ihre letzten Kriegsschreie, bevor jeder dieser tapferen Spartiaten umkam. Sie wurden an diesem Tag zum Schweigen gebracht, aber an ihre Geschichte wird man sich auf ewig erinnern. Du hast mich doch nicht hierher gebracht, damit wir über tote Spartiaten reden. Was willst du, Herodotos? Die Schlacht bei den Thermopylen klingt noch in unseren Herzen nach, aber hier fühlt man es in den Knochen. Hier gibt es nichts außer Geistern. Ich sorge mich um die Lebenden. Strecke deinen Speer aus. Mein Speer? Warum? Ich muss etwas wissen. Yuki! 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 Eieiei, ich bitte Schmerz. Herodotos! Mir geht es gut. Mir geht es gut. Die Geschichten sind wahr. Es ist der Speer des Leonidas. Hinein, Gas!
Ja. Herodotos, mir geht es gut. Mir geht es gut. Die Geschichten sind wahr. Es ist der Speer des Leonidas. Die Waffe eines Helden. Du wusstest, das würde passieren. Ich wusste es nicht, aber ich ahnte es. Okay. Es gibt einen Ort, den ich für eine Traumvorstellung hielt. Bis jetzt. Ein merkwürdiger Bau auf der Insel Andros. Mysteriöse Formen in Stein gearbeitet. So etwas habe ich noch nie gesehen. Willst du nach Andros segeln, um mir diese Formen zu zeigen? Auf meinen Reisen hörte ich von einer alten Zivilisation, von Menschen, die vor uns kamen. Dein Speer hat eine Verbindung zu diesem Ort. Der Speer ist bei dir erwacht, Herodotos. Ich vertraue dir. Du verstehst. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um bei der Suche nach deiner Mutter zu helfen. Versprochen. Aber zuerst müssen wir nach Andros. Wir treffen uns am Schiff. Dann würde ich sagen, ab nach Andros. Schneller, 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 schneller. Achso, wir sind schon direkt beim Schiff. Ich hab gedacht, ich muss schnell Reisen machen. Willkommen an Bord der Adrastea, Herodotos. Willst du uns begleiten? Nur ein kleines Stück. Ich habe in Athen etwas zu erledigen. Herodotos hilft mir, meine Mutter zu finden. Du hast den Beistand der Götter gesucht und sie brachten dir Herodotos. Genau wie sie dich zu mir brachten. Ihre Pläne entziehen sich unserem Verständnis. Wir können nichts tun, außer ihnen zu folgen. Vielleicht hast du recht. Herodotos und ich haben auch gemeinsam gefallen. Wir sehen uns gleich, wenn wir Teil einer mächtigen Gruppe. Nervig. Extrem nervig. Das soll ein Ruin sein. Ruinen stelle ich mir was anderes vor. Das sieht eher aus, als wäre es aus modernerer Zeit. Ist das eine Tür? So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Wollte ich gerade sagen, es sieht aus, wie das modern wäre. Aber dieser Stein schon. Wie kommt man da rein? Ich frage mich, ob... Interessant. Und wie gehe ich jetzt die Tür auf? Martha, ich habe dich nicht vergessen. Okay, Sequenz wieder. Ist ja richtig viel mit Sequenz hier jetzt. Schön. Oh.
zögern, bringst du dich nur schneller. Ins Grab, ich weiß, Martha. Du wirst immer besser und dein Wille ist stark. Doch du handelst nicht. Das wollte ich ja. Ich weiß, aber es sind die Augenblicke dazwischen, die entscheidend sind. Du bist dran. Leonidas Speer! Du bist jetzt alt genug. Der Speer meines Vaters bringt eine Bürde mit sich, aber du bist bereit. Ich hab was gespürt. Ja? Der Speer ist voller Magie. Er entstammt einer Dynastie der Macht. Eine Linie von bedeutenden Helden desselben Blutes, das in deinen und meinen Adern fließt, in unserer Familie. In uns allen? Denk an Leonidas. Er hatte sehr viel Mut. Und er hat ein großes Opfer gebracht. Sein Blut ist dein Blut. Und auch seine Kraft. Wir sind in der Lage, bestimmte Dinge um uns herum wahrzunehmen. Das ist die Gabe unserer Familie. Aber das kann nicht jeder verstehen. Manche erkennen die Macht, die wir in uns tragen, und wollen sie nur für sich. Sie werden versuchen, sie uns zu nehmen. Das lasse ich nicht zu. Ich weiß. Du bist ein Krieger. Wenn wir weitergehen, immer weitergehen, sind wir unbesiegbar. Ein Sturm zieht auf. Nun, dann sollten wir jetzt vielleicht weitergehen. Interessant. Und wie gehe ich jetzt die Tür auf? Martha, ich habe dich nicht vergessen. Das erbaut. Das interessiert mich auch. Bitte schon. Oh, Excalibur. Nein. jetzt wirklich Excalibur. Wie ist sowas überhaupt möglich? Nee, ich hab gedacht, das wäre gut. Ich brauch Drachen. Was krieg ich hier? Oh, der Boden blüht ja. Eis? Das ist doch anscheinend nicht der. Wie sollte ich sowas jemandem wie Markus erklären? Okay, das sieht aus, als ob mein PC spangen würde. So sieht das dort aus. Connection. Verbindung. Schlecht. Spaß. Spaß. Mit meinem PC ist alles gut. Komm. Boah, es wäre jetzt geil, wenn da jetzt eine Waffe wäre. Da drüben leuchtet etwas. Was? Eine Waffe? Ach Mann, das ist so eine einzige Enttäuschung. Oh, warte, doch nicht. Kommt jetzt ein neuer, geiler Speer. Fick da einfach drauf. Achso, nee. Das da. Schmiede aktiviert. Synchronisiere konstante Neuübertragung. Kontakt aufgenommen. Oh, jetzt sind wir wieder die Vorder. Limas. Die Schmiede. Ich wusste es, ich habe dich zu lange im Animus gelassen. Deine Vitalwerte sind abgestürzt. Du verstehst das nicht, das bestätigt es.
Alexios hat Isotechnologie nicht nur besessen, er konnte sie sogar verbessern. Stell dir vor, wie mächtig dieser Stab sein könnte. Ich gebe zu, das wäre ein unglaublicher Fund. Nur im Moment bin ich die Ärztin und kümmere mich um dich. Und jetzt ruh dich aus, bevor du zu Alexios zurückgehst. Dafür ist keine Zeit. Abstergo ist uns vielleicht schon auf den Fersen. Und der Rest von uns ist auf sie vorbereitet. Wenn du dich hier übernimmst, ist unsere Mission beendet. Ich dachte, du könntest Patienten aufmuntern. Vergiss nicht, wir sind ein Team. Wir halten dir den Rücken frei, bis die Untersuchung abgeschlossen ist. Ich weiß. Kyoshi hat gestern das Loft gesichert und hält die Augen offen. Elena steht bereit für historische Recherchen. Und sprich mit mir, falls du nach einem Animus-Aufenthalt verwirrt bist. Kannst die Therapeutin. Ich mach kurz Pause. Schade, dass wir keinen Zugang mehr zum Fitnessraum haben, oder? Die Mitgliedschaft ist zu teuer. Och Mann, kann ich nicht wieder reingehen? Oh, ich könnte reingehen, aber trotzdem. Faszinierend. Leila, ist es zu glauben, dass wir Herodotos persönlich treffen? Ist es. Und er redet ziemlich viel. Kann ich dir bei irgendwas helfen? Ich lass dich mal arbeiten. Wenn du irgendwas brauchst, sag einfach Bescheid. Ob ich Mails habe? Die Tabak. I'm in. Ich bin drin. Wie denn das? Sagen wir einfach. Ich habe einen Krypto-Key unter die Fußmatte gelegt, für den Fall, dass Abstergo nicht abserviert. Achso. Hier soir, un cambriolage a eu lieu à la Basilique Cathédrale Notre-Dame de Québec. Heureusement, les dégâts au bâtiment historique sont minimes. Le secrétariat de la... Uninteressant. Der Mittelpunkt des Universums im Altertum. Warte, mich interessiert, was ich jetzt hier. Ich habe nicht richtig gelesen, was du dafür aussieht. Brauchst du was? Was kann. Passt das, was ich gesehen habe, zu deinen Recherchen? Ich musste den Animus anpassen, um das Buch als Referenz nutzen zu können. Dieses Buch ist ein verlorenes Werk von Herodotos. Er hat quasi das Konzept der Geschichtsschreibung erfunden. Und andere Persönlichkeiten passen auch. Kleon, Perikles. Die Möglichkeit, die Geschichte selbst zu erleben. Deshalb bin ich bei den Assassinen. Für die meisten ist es wohl Gerechtigkeit oder von Dächern springen. Aber Geschichte ist auch cool. Ich liebe Geschichte, seit mein Opa mir Geschichten über seinen Opa in Irland erzählt hat. Er war ein Seemann und Abenteurer, also setze ich quasi die Familientradition fort. Ich hatte so ein Glück. Man schafft sich sein Glück selbst. Warum sagen mir das immer alle? Was weißt du? Also ich traf Herodotos, aber ich weiß nicht viel über ihn. Er ist brillant. Seine Historien gelten als das wichtigste Werk über das klassische Griechenland. Leute haben Karriere gemacht, nur weil sie seine Worte neu interpretiert haben. Ihn in seiner Welt zu sehen, durch seine Polis zu gehen und... Tut mir leid. Er ist so eine Art Held für mich. Lass das Fangirl ruhig raus. Yay! Ich lass dich mal arbeiten. Wenn du irgendwas brauchst, sag einfach Bescheid. Okay, dann wollen wir mal wieder zurückgehen. Ich hab nicht Lust, weiterzumachen. Was passiert denn? Oder warte. Hier. Ich frag mich, ob die Fries London wiedererkennen würden. Ich meine, ein Dach ist ein Dach. Ich möchte erstmal hier alles durchsuchen und alles mal nachgucken. Wie läuft es da draußen? Gut. Keine Gefahr in Sicht. Schön, wieder mit dir zu arbeiten. Ja, unsere Arbeitsweisen sind kompatibel. Danke für die Rückendeckung, Kyoshi. Ich lass dich mal arbeiten. Ich melde mich, falls Abstergo auftaucht. Schade, dass wir gehen mussten, ohne Karibu zu trinken. Sieht aus wie Third Echelon. Oder war es vor? Ich würde sagen, dann wollen wir jetzt endlich mal wieder zurückgehen und zur Geschichte. Bist du sicher, dass du schon in den Animus zurückkehren willst? Definitiv. Ich habe das Gefühl, du wirst ziemlich lange da drin sein. Ja.
Ja, ich bin bereit, wieder zu Alexios zu werden. Alles klar. Ich passe auf dich auf. Die Frage, wenn man das Mädchen wählt, ist es eine ganz andere Geschichte. Es ist die gleiche. Nur, dass einfach nur die Geschichte umgeändert wird, dass es um meine Frau geht. Das werde ich vielleicht austesten, wenn ich durch bin. Dann mache ich noch einen Spielstand mit einem weiblichen Charakter. Fähigkeit zweite Luft. Wenn du kurz davor bist, Hades zu treffen, ist diese Fähigkeit dein bester Freund. Schildbrecher. Oh, der Einsatz dieser Fähigkeit erlaubt es dir, die Schilde von Gegnern mit einem, nur einem Angriff zu brechen, sodass... Danke dafür. Sodass du den Kampf leichter mit ihnen fertig wirst. Und das weiß ich alles. War schon. Das war's mit der Schmiede. Das war's dann mit der Folge. Wie gesagt, ich bin ein Schmiede. Ich werde mich jetzt abgeschließen. Hatte noch eine schöne Ferien. Weihnachten. Frohe Weihnachten. Ich glaube, es kommt noch genauer Weihnachten. Also, es müsste eigentlich kommen. Es kann sein, dass es noch später, weil ich nehme das. Ich schneide gerade am 23. und möchte das eigentlich heute noch hoch. Also, morgen noch hochladen. Dann. Habt noch einen schönen Tag, feiert schön mit eurer Familie und tschüss. Ach nee, lasst ein Like da und abonniert meinen Kanal. Jetzt. Tschüss.